Genau der Mann, den ich sehen wollte. Ich habe hier ein kleines Rätsel. Und ich soll es für dich lösen. Du begreifst schnell, Fuchs. Du bist zurzeit nicht der Einzige, der mich um Gefallen bittet. Um was geht es denn? Von den Stammkunden in der Suppenküche höre ich immer wieder dasselbe. Sie werden gefeuert, ihr Arbeitgeber streicht ihnen das Wohngeld und dann kommen ein paar Schläger vorbei und setzen sie auf die Straße. Gefeuert werden und auf der Straße landen? Ist das in England ungewöhnlich? Ja, wenn die Wohnungen Wochen später noch leer stehen. In London gibt es heutzutage nicht so viel Leerstand, außer es ist beabsichtigt. Da stimmt was nicht. Okay, ich schau mal, was ich rausfinde. Das ist eine Geisterstadt. Hier hängen ein paar Gangster rum und das war's auch schon. Ach, die Möbelpacker. Die haben da wohl ihr Lager aufgeschlagen. Ergibt Sinn. So können sie die Leute belästigen und gleichzeitig auch noch neue Mieter abschrecken. Diese Firmeneinheiten haben alle Überwachungskameras. Du kannst dich am CTOS-Hub reinhacken. Ja, das kenne ich schon. Du bist dran. Hab den Zugriff auf die Überwachungskameras gefunden. Gut, du suchst nach Wohnung 208. Großartig. Ich glaube, die Möbelpacker haben Ausrüstung zurückgelassen. Bitte, ich besorg das Geld. Dafür ist es zu spät. Und jetzt raus mit dir. Nein, bitte, das geht nicht. Also gut, Leute. Machen wir Schluss, bevor das arme Schwein wieder aufmacht. Ich schicke dir die Daten.
gut, Fuchs. Verschwinde da. Ich sehe mir alles an. Und? Diese Möbelpacker waren fleißig. Hier und am Shah Thames Plaza gab es fast 200 Zwangsräumungen. Gibt es Beweise für eine Verbindung zu dem früheren Arbeitgeber deiner Bekanntschaften? Komischerweise nicht. Es sieht so aus, als ziehen die Kellys hier alle Strippen. Verstehe ich nicht. All das wegen ein paar Wohnklos? Was wollen die damit? Ich bin nicht sicher. Ah, aber ein Name taucht immer wieder in den Dateien auf. Und der könnte dir bekannt vorkommen. Wer ist das? Thomas Rampart. Rampart. War ja klar. Ich begebe mich jetzt. Ich bin da. Das hier waren Wohnungen, sagst du? Genau. Umgebaute Warenlager. Tja, jetzt wurden sie zu einem Loch im Boden umgebaut. Was zum Teufel? Bingo. Dann mal los. Mehr Daten sind unterwegs zu dir. Sehen nach Finanzunterlagen aus. Shit. Das ist also die Masche. Die Kellys räumen die Gegend und Rampart kauft dann alles günstig auf. Er will hier eine Fabrik für seine Roboterspielzeuge bauen. Und hunderte Menschen werden obdachlos. Ich würde sagen, das Investment machen wir ihm kaputt. Mir gefällt, wie du denkst. Dann sieh dich nach Sachen von Rampart um und zerstör sie. Ich habe gerade einen von Ramparts Servern hochgejagt. Cool. Weiter so. Ich check das mal. Das kriegst du voll auf. Und noch einen. Gut, das sollte seine Pläne etwas nach hinten werfen. Und jetzt mach dich aus dem Staub.
Ich habe ein bisschen rumgewütet. Aber das wird die Räumungen wohl auch nicht verhindern. Bei der Menge Geld, von der wir hier reden? Nein, glaube ich auch nicht. Aber jetzt, wo wir die Masche kennen, können wir sie auch bekämpfen. Heißt das, du willst ein paar eigene Schläger losschicken? Gegenseitige Hilfe, Pierce. Ich rede von Gemeinschaftsfonds für Leute, die sich die Miete nicht leisten können. Anwälten für Arbeitsrecht für die Gefeuerten, so Sachen. Und ja, ein paar große, breite Männer auf Nachbarschaftspatrouille könnten auch nicht schaden. Klingt nach einem langen, harten Kampf, der vor euch liegt. Viel Glück. Es gibt immer was zu tun, Fuchs.